So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Feast the Beast Direwolf Edition. Versuchen wir mal zu connecten. Oh, was ist denn hier los? Version 147? Haben wir nicht auf der 152 gespielt? Ja, das hier ist im Endeffekt das Ende dieses Projektes. Dazu wollte ich jetzt einfach nur mal ein paar Grundinformationen geben. Und vor allem, ich will mal jemanden richtig in die Scheiße ziehen, denn so wie das abgelaufen ist, es geht einfach nicht klar, finde ich. Oder so, und Alter, ne? Allein mal abgesehen davon, wie eingebildet er ist, ne? Und das ist, mal davon abgesehen, selbst die IP des Servers ist Schusenei. Ich sage jetzt nicht die genaue IP, ich sage nur, dass der drin vorkommt. Und selbst die IP des TS ist Schusenei. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht genau, was wie sie ist oder so. Weil die steht ja hier nicht umsonst in Hidden. Aber es ist da, Alter, einfach so unverschämt, was da einfach im Endeffekt abläuft. Ich habe so ein paar Fotos ausgeschnitten aus dem Gespräch jetzt noch, so die das heute stattgefunden hat. Also heute, wo ich das hier auch aufnehme. Sprich, ihr bekommt das ja eh erst nach Part 17, also schon 2-3 Wochen später fast. Aber ich möchte jetzt einfach nur darauf hinweisen, was da einfach schiefgelaufen ist und da auch noch ein paar Bilder vorlegen. Also, ich habe hier das erste Bild, ich lese mal kurz durch, genau. So, die Story zum ersten Bild, bevor ich es zeige. Also, es wurde, also Schusen meinte oder so von wegen, Leute, kommt mal, Test, wir müssten irgendwie was besprechen, von wegen, ob wir nicht vielleicht doch auf die Version 1.4 wechseln und auf Ultimate, also von Direwolf auf Ultimate. Da war dann schon das Dings groß im Chat oder so, von wegen, wieso auf einmal, sollten wir wechseln. Ja, wieso sollten wir wechseln? Es war im Endeffekt, gut, egal, nee, bevor ich weitergehe, das kommt nämlich später noch. Ich zeige euch jetzt erstmal Bild 1, plupp, und zwar habe ich geschrieben, okay, macht was ihr, also ich habe vorher schon Bescheid gesagt, und, wenn ihr wechselt, dann bin ich raus, weil ich habe keinen Bock, die ganze Scheiße nochmal neu anzufangen. Und genau das wäre dabei rausgekommen. So, dann habe ich geschrieben oder so, ja, okay, ich habe halt schon extrem viel hochgeladen, ist halt jetzt scheiße für mich, wenn ihr wechselt. Ich wäre dafür, dass wir es dabei belassen. Aber wenn ihr es unbedingt tun wollt, kann ich euch nicht dran hindern. Tut mir einen Gefallen und lasst mich noch für 10 Minuten drauf, damit ich ein Endpart aufnehmen kann. Ich nehme nochmal das Bild weg. Ihr seht, wie das geklappt hat. Und dazu gibt es dann sogar noch eine andere Story. Denn kurz nach dieser Anfrage war eigentlich, ich glaube, das habe ich auch als Bild. Ich guck mal kurz mir Bild 2 an. Nee, Bild 2 ist es nicht. Nee, ich sehe es jetzt. Ich glaube, ich habe es nicht als Bild gemacht. Auf jeden Fall. War dann die Ansprache später noch von wegen, meinte Schusen, also der Leiter, hat gesagt von wegen, okay, wir klären das demokratisch. Das heißt, die Mehrheit gewinnt. So. Ich habe das doch. Ich meine, ich hätte davon auch ein Bild gemacht. Da ist auch noch eins. Das war aber erst viel später, so wie ich sehe. Das ist erst viel später. Das kam dann anscheinend erst später. Also auf jeden Fall meinte Schusen ungefähr, ich glaube, 2-3 Textzeilen danach, wo wir machen das demokratisch. Das heißt, wir warten, bis der Rest online ist und dann machen wir eine Abstimmung. Das meinte er dann noch. Okay, dann dachte ich mir, gut. Ist meines Erachtens nach der fairste Weg im Endeffekt oder so, auch wenn ich es vielleicht lächerlich finde, aber gut. So, das war Bild Nummer 1. Dann kam Tim dazu und hat dann halt, ich sag mal, so ein bisschen argumentiert. Tim, der einzige Vernünftige in meinen Augen, der da mitgesprochen hat. Und Cole auch ein bisschen, obwohl der nachher so in Schusen noch reingeschlemmt hat, warum auch immer. Auf jeden Fall so von wegen, ja, was denn da abginge? Ne, von wegen warum? Also die Ausrede, warum der Server Restart stattfinden sollte, war von Schusen folgender. Ich bin zu blöd, um eine vernünftige Aufnahme zu machen. Und nicht nur ich, sogar mein blödes Schoßhündchen ist dumm dafür. Das war die Ausrede im Endeffekt. Er hat es natürlich anders formuliert. Er meinte von wegen, ja, Festplattencrash und Jan hat ja hier asynchronen Sound. Der musste jetzt aber komplett neu nachkommentieren. Das war die Aussage von denen.
Im Endeffekt steckt dahinter, wir sind so blöd, um vernünftig aufzunehmen. Aber wir können die Konfi tagelang damit zuspammen, wie toll wir doch sind und was für einen tollen Rechner wir doch haben. Und ja, das haben sie durchaus. Die ganze Konfi. Also die Konfi war wirklich stundenlang Spammerei ohne Ende. Und wirklich mit dem sinnlosesten Zeug, den es gibt. Das kann Naro bestätigen, obwohl er nur, ich glaube, 2 oder 3 Tage drin war. Weil Naro war nicht lange in diesem Projekt. Er meinte vorhin auch noch, er lädt seine Parts hoch, obwohl das, ich denke mal, nicht viele sein werden. Gut. So, meinte Tim halt von wegen, Schuse, du verlierst 5 bis 6 Stunden Aufnahme, weil du so blöd bist, um aufzunehmen. Und willst jetzt auf Ultimate wechseln wegen der Neuaufnahme, damit, ja, du einfach kein Problem hast und einfach besser dastehst. Weil du so blöd bist, vernünftig aufzunehmen. Curry hat bereits 17 Parts à 30 Minuten hochgeladen, die schon hochgeladen sind. Die jetzt im Endeffekt, ich sag mal, löschen muss. Beziehungsweise löschen muss ich es nicht, aber ich muss ja das Projekt beenden. Weil es sieht ja meines Erachtens nach auch scheiße aus, wenn ich es da nochmal neu anfange. Wieso ich es jetzt nicht mit Chosen und den Rest nochmal neu anfange, erkläre ich am Ende des, ich sag mal, Infovideos. Weil ich da dann, einfach nochmal ein paar andere Informationen gebe. Auch so Chosen und dann halt so Vize-Beast im Allgemeinen. So. Dann kam halt die Ausrede von Chosen von wegen, ja, aber bei Jan sind auch 5 bis 6 Stunden Aufnahme weg. Die waren nicht weg. Er hatte nur keine Tonspur drin. Aber sein Schoßhündchen muss natürlich auch zu ihm halten und er natürlich zu seinem Schoßhündchen. Ja, und das ist wirklich so. Er hätte Chosen in Knochen geschmissen, wäre Jan rübergerannt und hätte ihn geholt. Es war echt grausam in dieser Konfi mit den beiden. Und jetzt wurde ich gerade in LOL eingeladen. Keine Ahnung, wer das ist. Ist mir gerade auch scheißegal. gut. Also, das lief dann einfach. Also. Ne? Gut. Das war jetzt so die Diskussion von wegen Wechsel ja oder nein. Die kam jetzt einfach noch nach den von wegen wir stimmen demokratisch ab. Da wurden dann jetzt einfach nur noch so Gewichte ausgetauscht. Aber da ist man bei Schusen und bei Dings gegen eine Wand gelaufen. Bei Schusen und Jan. Wie gesagt, Schoßhündchen und Herrscher, ne? So. Tsch, muss folgen, ne? Denn es war dann immer wieder die Argumentation von wegen Vize-Beast, schwere Rezepte, unnötige Rezepte, also Ultimate jetzt, nicht Vize-Beast. Vize-Beast Ultimate, schwere Rezepte, Ultimate-Rezepte oder so. Direwolf gefällt uns ein bisschen besser, ist auch mal was Neues, weil Ultimate haben wir schon gespielt. Das waren so die Argumente der restlichen Leute im Normalfall. Und Schuhe sind immer ja von wegen, ja, ist doch eigentlich genau das Gleiche oder so. Ich nehme auch die, ich glaube, Krex-Mod oder wie es heißt, raus, damit die Rezepte wieder einfacher sind. Und ihr müsst ja auch nicht die erweiterten Rezepte benutzen, ihr könnt auch einfach die Standardrezepte benutzen. Mal ganz davon abgesehen, dass Ultimate einfach schon mehr Ressourcen frisst, dadurch, dass einfach mehr Mods drauf sind. Aber Schuhe hat keine Ahnung von Technik, aber behauptet dies. Das ist ja das Schlimmste dran. Oder so, er behauptet dies. Allein die Behauptung, dass Teamspeak eine bessere Qualität hat wie Skype. Es kann sein, dass bei Leuten mit schlechterem Internet Teamspeak eine bessere Qualität hat. Vor allem, wenn man einen gemieteten Server hat. Weil Teamspeak kann die Qualität von 10 KB schaffen, meine ich. Ich weiß es jetzt nicht 100%, müsste ich nachgucken. Also mit dem besten Codex. Ich müsste es ja hier sogar eigentlich irgendwo haben. Ich weiß jetzt gerade nur nicht wo. Ich weiß nur, dass Skype mit dem Silk-Codex, den es, ich meine, immer noch verwendet, eine bis zu 40 KB schaffen kann. Also im Endeffekt das Vielfache als das Höchste, was Teamspeak kann. Also eine vielfache Qualität. Kann, muss natürlich nicht, weil dafür braucht man schon gutes Internet, um diese Qualität zu erreichen. Weil Skype nimmt sich die Qualität des Hosters der Konfi. Davon ist bei Skype die Qualität abhängig. Und die dann auch begrenzt, je nachdem, wie viel Leistung im Hintergrund jetzt auch noch von anderen Programmen verwendet werden. Skype nimmt nun einen bestimmten Prozentsatz. Das Einzige, was Teamspeak was der Pluspunkt für Teamspeak ist, ist einfach, dass der User selbst, also der Benutzer von Teamspeak, der Client, der hat viel weniger Ressourcenaufwand. Also was Down- und Upscreen angeht und halt Prozessorleistung und so alles. Allerdings, wenn man der Hoster von Teamspeak ist, also der Server, dann hat man die Arschkarte, weil das frisst ungefähr 3-mal oder 4-mal so viel, als Skype je könnte. Also das ist ultras, vor allem an Internetleistung. Ich habe mal eine Zeit lang einen Teamspeak-Server gehostet.
oder so. Die Quali war in Ordnung. Das Problem ist, wenn ich dann noch einen Game-Server aufgemacht habe, was ich des Öfteren ja auch mal tue, das ging gar nicht mehr. Also, aber Schusen besteht darauf, Skype ist scheiße, Teamspeak ist best oder so. Begründet das, dass Teamspeak eine bessere Quali hat oder so. Der hat sich noch nie mit den Codecs auseinandergesetzt, die diese beiden Programme verwenden. Weil ich meine, Skype verwendet immer noch den Silk-Codex. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine schon. Und der kann bis zu, ich glaube, 4 bis 40 kann er schaffen. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, die Qualität ist natürlich besser als die von Teamspeak. So. Gut, das war dieses Bild. Kommen wir zum nächsten. Was ist denn das nächste? Ich meine das hier. Genau. Nachdem dann dieses Hin und Her von den beiden weiterging, von Chusen und Tim, konnte Tim einfach nicht mehr. Also, hier. Das war einfach sein Satz oder so, ne? Er hatte schon extrem viel Stress und dieses Scheiß hin und her oder so, ne? Und dann auch diese Argumentation von Schusen, von wegen, ja, wir machen das doch für dich. Weil Tim hatte ein Problem, er konnte Direwolf irgendwie nicht starten. Aber andere Dinger gingen wohl irgendwie. Nur Direwolf nicht. Oder so, ne? Da kam dann halt auch öfter die Argumentation, ja, wir tun's doch für dich. Oder so, ne? Und ziehen ihn als Hauptargumentation, obwohl er selbst sagt oder so, ja, dann gehe ich lieber. Weil ich und Naru haben sofort gesagt, wenn der Wechsel kommt, sind wir beiden raus. Weil wir wollen nicht nochmal neu anfangen, Punkt. Oder so. Ja, hat Tim dann halt verlassen. Also mit der Aussage hat er dann halt direkt verlassen. Kann ich das eigentlich irgendwo zeigen? Nee, ich habe das Bild eingespeist, schade. Oder kann ich das so zeigen? Nee. Hat Tim dann halt verlassen und wird dann halt natürlich direkt von Schusen wieder in den Dreck gezogen. Er wird nicht in Ruhe gelassen oder so? Nein. Er wird direkt wieder reingezogen. Gut, gucken wir uns mal das nächste Bild an. Weil ich jetzt gerade die Story selbst nicht mehr so. Ich sehe gerade, ist viel. Ja, wir können auch nicht so. Genau. Und da kamen jetzt halt die anderen dazu, die halt auch meinten, von wegen, ein Wechsel sollte nicht unbedingt sein, wir finden das so besser. Oder so. Cole hat dann halt damit noch geantwortet, von wegen, jeder ist doch für seine verkackte Ausnahme selbst schuld. Ob es nun ein technischer Fail war oder an sich, ja. Man es selbst verpatzt hat, weil es kann ja wirklich mal sein, dass die Technik nicht mitgespielt hat. Gut. Aber man ist ja auch selbst schuld, wenn man es nicht überprüft. Oder ähnliches. Oder sichert. Oder einfach schon mal fertig macht. Wenn man Schusen hat damit angegeben, dass der ein Rohmaterialpart innerhalb von, ich glaube, eine Stunde oder so hochladen kann. Mit Traps aufgenommen oder so war das, glaube ich. Ich meine, warum tut das nicht? Oder so. Nein, er wollte ja dann noch unbedingt kodieren und so. Da ist er dann selbst schuld, wenn er so blöd ist und seine Aufnahme verkackt, beziehungsweise wie er meinte, seine Festplatte crasht. Na gut. Auf jeden Fall ging es dann halt, meinte das halt Cole. Danach meinte Lundenstein, dass er halt auch schon eine Aufnahme löschen wollte, weil die so dunkel war. Gut, hat er dann nicht gemacht, weil es einfach nur so ein Fail war. Wert, weil ich mich zum Beispiel in Team reinversetzen kann und das scheiße wäre. Dann kam wohl der 30. Satz, den Schusen hier gebracht hat. Und ich finde, das ist der Satz, wofür man ihn wirklich hassen sollte. Wofür man ihn an die Wand nageln sollte. Cole, aber mal ganz ehrlich, du hast bis jetzt nicht eine Sek auf dem Server gespielt, also hast du technisch dazu nichts zu sagen. Er hat den Typen ins Projekt eingeladen, hat den Typen in die Konfi eingeladen, ist zu faul, ihm ein Grundstück zu geben, weil Cole hat schon drei oder viermal angefragt, wann er denn wohl endlich drauf könnte, wann er ein Grundstück hat. Und sagt ihm dann, Cole, du hast nichts zu sagen, weil ich zu blöd bin, um dir ein Grundstück zu machen, damit du vernünftig spielen kannst. Das ist doch einfach die Dreistigkeit hoch 10. Also ich will eigentlich keine Leute runtermachen, aber das, was bei den Typen durch den Kopf geht, bei diesem Kiddy, das ist einfach krank. So, oder so, da habe ich dann auch nochmal einen Senf dazugelassen, von wegen, als wären auch noch Mitglieder ausgegrenzt oder was. Daraufhin wurde ich auch direkt von Naru angeschrieben, von wegen, und meinst du, den Leiter jetzt anzugreifen, macht es besser? Worauf ich zu Naru sagte, Alter, weißt du, es werden hier Mitglieder ausgegrenzt und ich mochte diesen Typen von Anfang an eigentlich nicht, weil er sehr egoistisch war. Oder so, und das kann ich mir doch nicht einfach ansehen, wie dann Leute ausgegrenzt werden. Weil, mal ganz ehrlich, wie asozial ist das? Weißt du, da sagt man zwar, ja, du darfst mitmachen oder so, ist kein Problem. Du wirst ein Teil der Mannschaft oder so, du bist ein Mitglied. Und weil man dann selbst so faul ist, um das dann mal irgendwie im Gange zu bringen, grenzt man ihn aus?
Also das ist heftig, finde ich. Und ich finde das auch einfach eine extreme Schweinerei. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich dieses Video mache, weil ich wollte eigentlich das, ich sag mal, sehr neutral angehen. Ich wollte eigentlich noch 10 Minuten auf diesem Server spielen, wie ihr gesehen habt, oder so, zu sagen, dass es mir leid tut, dass aber dieses Projekt durch gewissen Umständen nicht mehr stattfinden kann. Ich so und so weit gekommen bin und dann halt noch von wegen das, was ich jetzt hier am Ende des Videos auch noch sagen werde, von wegen vielleicht nochmal Neustart, aber auf dem eigenen Server und dann auch mit der Community, also nicht mit solchen Leuten wie Schusen oder sowas, sondern wirklich vernünftigen Leuten. Aber wie gesagt, da gehe ich dann später nochmal drauf ein. Aber ich fand das echt die Dreistigkeit hochziehen. Ihr könnt es ja hier lesen, ich habe es extra abfotografiert, bevor er da irgendwas löscht oder ähnliches. Gut, wenn wir damit fertig, kommen wir mal zum nächsten Bild. Wäre vielleicht Ultimate? Nein, nein, stop. Genau. Er meinte ja, das ist jetzt das Bild, was ich meinte. Er meinte, ich glaube nach Bild 1 war das, ich guck mal kurz. Genau, nach Bild 1 meinte er, also um ja, 16, 17 Uhr knapp, von wegen, wir machen eine demokratische Abstimmung. Eine demokratische. Bis dahin ist wirklich nur dieses Hin und Her, was ich gerade gezeigt habe, passiert. Diese Diskussion. Mehr nicht. So. Und dann kam Felix halt mit der Idee, man könnte ja auch Light verwenden anstatt Ultimate oder so, wegen den Rezepten, bla bla bla. Das ist jetzt völlig uninteressant eigentlich, weil das trotzdem einen Neuanfang bedeuten würde. Aber der wichtigste Satz, den er schreibt, ist, kann nur leider nicht auf dem Server, weil der ist 147, weil der 147 ist. Anders gesagt, er hat den Server bereits umgestellt. Ohne irgendeine Abstimmung, ohne irgendeine Rücksprache, ohne mich vielleicht mal 10 Minuten auf dem Server zu lassen, um dieses Video zu drehen. Er hat ihn einfach umgestellt. Oder so. Darauf habe ich dann halt auch meinen Kommentar gegeben oder so, von wegen, der Server ist nicht einfach 1.7, er wurde schon umgestellt. Ja, Demokratie. Diktatur wohl eher. Sieht aus, als könnten wir knapp 10 Haaraufnahmen vergessen. Bei mir sind es auch 9 Haar, die sogar schon hochgeladen sind. Also es ist nicht so, als wäre ich der Einzige mit Material gewesen. Und warum die anderen sich dann immer noch teilweise einschleimen, kann ich nicht verstehen. Weil eben LPF im Let's Player Forum sind momentan ungefähr 20 Leute, die so ein Projekt starten. Also so ein Megaprojekt-ähnliches Teil. Ich kann es also nicht verstehen, wieso man so sich bei diesem Typen einschleimt. Überhaupt nicht. Weil der Typ ist unter aller Sau. Und sowas von eingebildet, das gibt's nicht. So, kommen wir zum letzten Bild. Ist das das letzte Bild? Genau. Das letzte Bild ereilte Naru und mich dann später. Ist das denn schon alles? Ja. Und zwar hat Shusen Ai uns beide aus der Gruppenkonfi gekickt. Ohne dass wir gesagt haben, dass wir jetzt wirklich nicht mehr teilnehmen. Ohne, ich meine, gut, wir haben es schon vorher gesagt. Ohne uns zu verabschieden oder ähnliches. Nein, er hat uns einfach aus der Konfi gekickt. Ohne alles. Und zwar erst Naru und dann mich direkt danach. Darum kannte ich Narus auch noch sehen. Weil Naru hat das gleiche gesagt wie ich, von wegen, wir wollen keinen Neuanfang machen. Und ich finde das eine Dreistigkeit hoch 10. Ich finde es einfach. Ich kann den Typen einfach nicht beschreiben. Also es gibt viele bescheuerte Menschen auf der Welt. Und er ist mindestens einer der Anführer davon. Also ein Kommandant oder ähnliches. Das ist echt heftig. Ich habe dann jetzt hier auch noch, ich schiebe das mal kurz anders, das Chatfenster. Kann ich denn einfach so? Ihr könnt ja Pause machen, wenn ihr das irgendwie lesen wollt. Das hier ist schon viel zu früh. Moment. Ja, hier fängt es auch schon an oder so. Mit deiner eingebildeten Art und wie toll er denn doch ist. Er meinte, Nicole meinte halt, er will eine Lichtsteuerung machen über Computer. Und dann halt Schusen von wegen, ich sag mal, du willst doch viel besser, viel einfacher. Ja klar, aber
Ich will es einfach mal machen. Ja, sind doch Fehler anfällig. Und ja, ist doch eigentlich total einfach, wie es hier steht. Also, wie eingebildet man sein kann, das ist manchmal echt heftig. Wenn ihr irgendwas lesen wollt, wenn ich hier gerade durchscrolle, dann könnt ihr es pausieren. Ich habe da nichts gegen, es hier wirklich alles zu enthüllen. Es ist mir auch egal. Denn im Normalfall war wirklich hier nur er. Und halt wirklich Schusen. Also hier sein Schoßhündchen, Jan oder auch Isaac. Und dann halt auch wirklich Schusen. Die Verbrecher. Im Endeffekt. Also Verbrecher ist jetzt hart gestochen, aber halt diese asozialen Kiddies. Ich renne halt in Echtzeit. Hier gibt er an, was für einen tollen PC er hat. Ich renne da 15 Minuten in 7,5. Wow, wie das. Job mit 8000 Bitrate. Das meine ich mit den Angeben oder so. Naja, ich mache das einfach mit der Kraka, mit Nvidia CUDA und so. Hier mit Nvidia CUDA. Aber kriegt ihr es nicht geschissen, die Teile mal fertig zu kriegen und hochzuladen? Nein, es müssen auf einmal alle am Projekt dran glauben, weil er und sein Schoßhündchen zu blöd dafür sind. Weißt du, andere haben schon wirklich 10 Stunden Aufnahmen, beziehungsweise wie ich 9 Stunden Aufnahmen, aber wegen ihn sind wir verkackt im oder was? Ganz ehrlich, wie man sich dann bei den Typen auch noch einschleimen kann, das kann ich nicht verstehen, ne? Und hier seht ihr auch, was manchmal für einen Scheiß gespammt wird einfach. Ne? Hier auch oder so, ich meine, man kann ja mal hier und da so ein paar Sachen, Sachen schreiben, aber muss man wirklich hier wie Schusen? Drei Wörter in einem Satz oder in eine Nachricht schreiben, damit bloß viele Nachrichten bei Dings stehen oder schön oft dieses schöne Skype-Geräusch kommt. Am besten, während man noch in der Aufnahme oder so ist. Andere können auch einen längeren Satz schreiben. Ne? Ja, auch immer schön mit Enter-Tasten oder so. Ne? Er schreibt da was und er könnte es einfach machen. Was halt hat, soll sich mal kurz im Test. Hier fängt es an. Wir bräuchten mal eure Meinung, ob es sinnvoll ist, den Server auf Ultimate umzustellen und die Map zu resetten. Da viele ein Problem damit haben. Zum Beispiel Tim kackt immer der Client ab. Und viele haben. Viele. Es redet von vielen. Wir waren 12 Leute in dem Projekt. Drei hatten Probleme. Er, sein Schoßhündchen und Tim. Er und sein Schoßhündchen waren so blöd für eine Aufnahme. Beziehungsweise um das gescheit hinzubekommen. Und Tim hat einfach ein Problem, daher wohl für irgendwie zu starten. Das hat irgendwie nicht geklappt. So, das Problem bei Tim oder so. Ich habe schon überlegt, mich mal mit Tim dahinzusetzen und mit dem das zu besprechen, ehrlich gesagt. Ich hatte nur bis jetzt keine Zeit. So, und dann halt, nur weil er da was verkackt oder so, müssen jetzt im Endeffekt 10 andere drunter leiden. Mein Tim ist auch ausgestiegen. Hat man ja gesehen. Er hat gelieft. Er hat dann später wieder gelieft. Also er wurde ja wieder reingezogen, dann hat er später wieder gelieft. Also Deutsch FTW, jetzt macht er sich ja auch noch über Mitglieder lustig. Ja, mir fehlen auch 7 bis wegen den Festplatten, genau. Da heult er jetzt halt rum. Hier meine ich halt, das sind dann meine 17 Parts, die bereits alle hochgeladen sind, also alle hochgeladen waren zu dem Zeitpunkt. Sobald ich habe ja nicht immer ein Part aufgenommen, ich habe ja ungefähr 4, 5 Parts am Stück aufgenommen, wenn ich aufgenommen habe, und die dann auch direkt hochgeladen im Endeffekt. Das heißt, die waren immer schon sofort oben. Also, ja, schon klar, Schwierigkeiten dabei, viel abkacken und so weiter. Viele. Drei. Nee, nicht mal drei. Bei einem kackt es ab. Bei einem. Ja, Videomaterial auf der Platte und die sind scheiße, dann Videos noch nachzukommentieren. Wow, er muss hier ein bisschen mehr Arbeit machen. Life suck, Bitch. Streng dich an, ey. Du kannst es doch nicht nachkommentiert hochladen. Dann kannst du es aber nicht Let's Play, ne? Dann nennen sie es einfach Let's Show oder. Nee, nicht Let's Show, sondern, wie heißt es denn jetzt? Boah, ich wusste es mal. Walkthrough oder so kannst du es nennen. Weil Isaac und Chusen haben, denke ich mal, mehr Ahnung oder so. Die könntest du durchaus Walkthrough nennen oder sowas. Naja, ich wäre auf jeden Fall raus. Punkt, Punkt, Punkt. Oder so. Dann kommt ja die Diskussion. Ja, mir fehlen jeweils 5 bis 6 Stunden Videomaterial. Weil ich so blöd bin oder so, fehlt hier wieder eigentlich. Aber gut. Und Tim kann ich aufnehmen, wenn ihn alle 5 Minuten der Client abstürzt. Ne, jetzt sind es auf einmal nur 2, nicht mehr 3. Ne? Irgendwo habe ich dann noch auch. Genau, und hier habe ich auch Naru erwähnt, dass er dann wahrscheinlich auch raus wäre. Ne, jetzt hätte ich die Bilder eigentlich nicht machen müssen, wenn ich so nochmal nachgehe. Hier meinte er dann halt, dass er dann auch rausgeht aus Zeitgründen und etc. pp.
Hier kam dann halt das erste Bild von mir. Ne, von wegen, dann hätte ich gern Zeit. Ich glaube, es wäre auch dagegen und hey, ich gehe lieber. Hier meinte Tim nämlich schon, er würde dann einfach gehen lieber. Damit, weil so wäre einfach nur einer draußen oder so und bla bla blub oder so. Tim kriegt es gerade eh nicht hin und hatte ja auch den Stress schon mit Freundin und so alles. Das habe ich ja vorhin auch noch gezeigt. Nein. Also, Schusen, Ego, ja, mir fehlt doch was. Jetzt kommt es eigentlich erst raus. Also von wegen, mir fehlt doch was. Ja, und sein Schoßhündchen ja auch, das darf er ja nicht vergessen. Damit er nicht ganz so Ego dasteht oder so, muss er sein Schoßhündchen noch mit aufzählen. Im Prinzip wäre eine stumpfe demokratische Abstimmung. Gut. Jetzt kam, wie gesagt, das ganze Hickhack. Das ganze Hin und Her die ganze Zeit. Die ganze Diskussion, die könnt ihr euch halt auch gut durchlesen. Also mit Tim und Schusen. Hin und wieder hat sich halt sein Schoßhündchen eingewischt. Aber niemand hat schon wirklich was geschafft. Das ist alles schnell neu zu machen. Vor allem, weil ich glaube, niemand hier von Anfang an direkt in Vize-Beast drin war. Also von der Technik her. Sein Schoßhündchen verteidigt ihn natürlich die ganze Zeit über. War die ganze Zeit auf seiner Seite. Ne? Hat ja auch was verloren, weil es so blöd war für seine vernünftige Aufnahme. Ich meine, jeder macht mal einen Fail. Ich meine, Naro hätte das auch irgendwo dann später gesagt, von wegen, ja, ich habe auch schon mal was nachkommentieren müssen. Und das sogar bei einem viel schwierigeren Projekt. Und ich habe es geschafft. Also stell dich mal nicht so an, grob beschrieben. Oder so. Aber nein. Aufnahme ist auch unrettbar. Ne? Ja, dann so, ja, dann kommen hier jetzt die Einzelnen wieder und fragen halt, was los ist. Ein Dreiviertel der Leute. Wir reden hier momentan von 2 Leuten, von 11. 3 Leuten. Gut, bei mich, Naru und Tim hat er sowieso verlassen, weil er ihn so angepisst hat. Hier habe ich die Nachricht einfach mal kopiert, für die wissen wollten, was passiert ist. Weil wir wollen den auf Ultimate switchen. Was ist das denn für eine Aussage, bitteschön? Ne? Eine Begründung wäre natürlich auch noch schön. Gut, aber ist ja egal. Man muss die Mitglieder nicht informieren. Warum auch? Sind ja nur im Projekt beteiligt. Oder so. Information ist völlig überbewertet. Für den Arsch, ja. Da kam irgendwann auch noch die schöne Idee jetzt hier mit Tim oder so raus. Dann kam halt wieder rein. Dann kam halt irgendwann auch die Idee von wegen, man könnte ja einfach die auf den Stand bringen, auf den der vorher war, mal fotografieren, einfach die Grundstücke gab und alles Mögliche. Irgendwo war dann noch, genau, hier vorne war, glaube ich, die Diskussion mit den Screenshots, hier das hier. Genau. Hier war die Diskussion mit den Screenshots. Aber das passt Schusen und so natürlich nicht. Und Jan. Ich meine, er meinte jetzt hier, klar, keine schlechte Idee. Aber wie hier schon steht, entweder jeder oder keiner. Denn Schusen und Jan müssten ja dann trotzdem mit den verlorenen Aufnahmen, ich sag mal, weitermachen. Dann wäre der Wechsel ja sinnlos. Hier, Cole wäre weiter für Dings, ich wäre dafür weiter, Naru wäre dafür weiter, Tim war dafür, dass es weitergeht oder so. Das sind schon mal 4 von 12 Leute oder so. Ich glaube, ein paar waren einfach nur unentschlossen und Jan und Dings wollten wirklich wechseln. Ein paar waren dann auch überlegen oder so, wenn man schon wechselt, dann vielleicht auf Light oder so. Jetzt kam hier von wegen die Diskussion Ultimate übertrieben und so ein Scheiß. Hier, das, was ich vorhin angesprochen habe, dass Naru auch mal meinte, er musste mal was nachkommentieren, das sogar bei einem Grusel-Game. Ich scroll jetzt hier noch so weiter langsam durch oder so, aber ich glaube, da kam jetzt nichts mehr so großartig Interessantes. Hier, wie ich bereits erwähnte, dass die Sachen halt anscheinend keinen großen Unterschied machen. Wie gesagt, allein, dass bei Ultimate einige mehr Mods drauf sind, die natürlich auch ein bisschen mehr Rohstoffe fressen, ist natürlich mal okay. Und man sieht auch noch sehr gut, dass er keine Ahnung dran hat. Ich weiß nicht, ich meine, das hätte er auch noch erwähnt. Also Schusen hat keine Ahnung von Minecraft, weil er meinte jedes Mal, dass wenn wir auf den Server gehen, die und die Mod rausnehmen müssen, damit wir auf den Server kommen und das Spiel auch vernünftig läuft. Das ist falsch. Wenn der Server eine Mod nicht drauf hat, ich sag mal, ich spiele, ich habe einen Client, wo Vize-Beast drauf ist. Spiele aber auf dem Vanilla-Server, wo also keine Mods drauf sind oder ähnliches. Dann werden einfach keine der Mods, die ich bei meinem Client drauf habe, aktiviert. Die werden einfach nur deaktiviert und ich kann trotzdem drauf spielen im Normalfall. So läuft das im Normalfall ab. Ich muss also eigentlich gar nichts an meinem Client verändern. Außer, wenn der Server eine Mod hat, die mein Client nicht hat.
Also wenn der Server zum Beispiel VCBs hat und ich einen Vanilla-Client, also einen Client, also eine Minecraft-Version, wo nichts drauf ist, dann sagt er mir, du brauchst doch folgende Mod, puff, und reiht mir dann VCBs-Reihe da auf. Das ist ein Unterschied, aber andersrum brauche ich das nicht. Und das weiß Schusen anscheinend auch nicht oder so, meint jedes Mal, wir müssten diese Sachen entfernen. Wie gesagt, was einfach absoluter Schwachsinn ist. Hier hat Tim dann wieder verlassen, weil er dann einfach keinen Bock mehr hatte. So, ich scroll dann das hier durch, aber ich meine wirklich, dass da nichts kam. Hier kam dann das nächste Bild oder so von wegen, dass es ja bereits eine Diktatur ist. Was wir hier haben, weil es halt schon umgestellt ist. 28 Patrolle und dann, ups, wieder bei 0. Na gut, bei mir sind 17. Ich weiß jetzt nicht, wie er gecuttet hat, weil er hat 10 Stunden. Ich habe 9 Stunden. Also er hat nur eine Stunde mehr. Hat also auf jeden Fall, ich glaube, 15 Minuten Cuts gemacht. Darum hat er so viel mehr Parts als ich. Und das ist ein langer Part mit viel Input. Es tut mir leid, aber es pisst mich auch einfach extrem an. Hier kommt wieder unnötiges Gelaber und halt Einschleim, warum auch immer. Dann, wann der Server wohl fertig sein soll oder so und so weiter. Jetzt kommt hier noch unnötiges Gespamme. Falls jemand das Pack benutzen möchte bei VCBs Ultimate, hat er es hier gepostet. Was ist das? TikTok-Pack. Ist das aus deinem LP? Das ist nicht das vollständige. Ja, und hier. Mein Spark ist 80 MB groß. Einige Texturen fehlen. Viele. Aber das Wichtigste ist da. Wer will, kann vollständig haben. Sparks? Paff. Und lässt man nochmal was rein. 80 MB. Das sind 48,3. Also nicht mal Größen kann er ablesen. Boah, nee, dieses Texture Pack nehme ich nicht. Hier ist doch mal eins mit 60. Ich weiß jetzt nicht, wie hier der volle Name ist. Nachricht kopieren, kann ich das denn irgendwie gucken? Schusen Eye hat Spaß Pure PD Craft 64 mal 64 hat er gesendet. Warum denn auch das 64er? Also ich weiß, auf der Seite wird 128 unterstützt. Wird das überhaupt niedriger unterstützt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Hundertprozentig. Aber wieso... Er hat doch so einen Hightech-Rechner. Wieso zeigt er hier das 64er? Und wieso gibt er dann direkt danach nochmal... Ah ne, das ist Zoatex. Okay. Es ist nicht Sparks, aber Zoatex kriegt man sowieso vom Client aus. Das braucht man so gar nicht. Aber Hauptsache auch nochmal Spam. Und dann hier nochmal 2 Stück spammen. Hauptsache, man hat alles mal reingespammt. So. Hier kam dann nochmal ein Zoatex. Irgendwann kam auch mal der Hinweis oder so, dass man Zoatex ja direkt von da runterladen kann. Aber allein das, ne? Wo war es hier? Mein Sparks ist 80 MB groß. Alter, wie groß war das Bugs von dem anderen? 23,1. Ja, das war... Anscheinend würde ich sagen, ohne VCBs drauf, auch wenn es den Namen trägt. Oder halt mit Portal oder so nur drauf, aber nicht großartig die restlichen Mods. Also wie Twilight Forest oder so, das sind ja großartig. Das wären größere Texturenpacks. Oder so, aber 80 MB, ja. Knapp. Knapp verfehlt ist auch dann im Jungen. Ja. Ich scroll mal jetzt hier wieder langsamer. Wie gesagt. Ich meine nicht, dass da noch großartig was Interessantes kommt. Wenn ihr großartig was lesen wollt, könnt ihr Pause machen. Na, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da was Interessantes noch kommt. So. Hat man jetzt den HE schon gelöscht, also da haben wir schon alles gelöscht. Da kam dann, glaube ich, von Chusen oder von Jan. Genau hier, von Jan. Dass sie immer noch das Backup haben und die immer noch so rumzwitschen, also zurückzwitschen könnten, falls sie wollten. Ja, natürlich. Jetzt, nachdem wir alle unsere Parts, ich sag mal, ich habe meine ja schon hochgeladen, sonst hätte ich sie gelöscht. Aber nachdem natürlich unsere Festplatten gereinigt sind und wir bereit für die Neuaufnahme sind, sagen sie uns plötzlich, hey, wir könnten rein theoretisch nochmal zurückzwitschen. Alter. Oh, ich habe jetzt gerade extra freiwillig schneller runtergescrollt, weil ich hoffe, das hat man jetzt nicht gesehen. Ich sage jetzt nicht genau warum, weil sonst würdet ihr es wahrscheinlich sehen. Gut.
Blub. Das war's damit. Also, das war's mit dieser Information, warum es hier jetzt einfach nicht mehr weitergeht. Ich kann nicht drauf connecten. Wie gesagt. Ich werde das jetzt auch nicht. Ich werde, ihr könnt, wenn ihr. Ich gehe mal kurz bei mir auch ein. Wenn ihr bei mir in dem Playlist, in der Playlist guckt, habe ich eine Liste erstellt. Mit den Leuten, die dran teilgenommen haben. Als ich auch noch dran teilgenommen habe. Und den Regeln, die damals drauf gelten. Ich weiß jetzt nicht, wie sie es beim Neuen machen. Ich werde diese Liste aktiv lassen für die 17 Parts, die ich habe, damit man natürlich immer noch drauf gucken kann. Und wenn ihr Lust dran habt, wirklich dieses Vize-Beast-Projekt mit Schusen oder irgendeinem anderen weiter zu gucken, geht einfach auf deren Kanäle und guckt es an. Wie gesagt, die sind noch verlinkt. Ich werde diese Liste allerdings nicht mehr weiterführen. Ich denke mal, das ist klar. Ich kann ja eigentlich auch mal kurz euch die Liste zeigen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Da. Okay. Muss ich es kurz richtig machen, richtig schieben. Ist natürlich ein bisschen klein, ich mache es einfach mal größer. So. Das wäre die Liste, die ich mal gemacht habe oder so. Dann halt immer den Vornamen. Schulzen wollte nicht mal seinen Vornamen sagen, als ich die Liste hatte. Das Interessante war, ich hatte die Liste schon vorher fertig. Ich hatte die Liste fertig, habe sie Schusen gezeigt und gemeint, hey, was meinst du denn darüber oder so? Die können wir ja dann Neuankömmliche geben und auch verlinken und sowas. Meint ihr, nö, völlig unnötig, ich will ein Forum erstellen, damit es übersichtlicher wird. Ein Forum. Ich dachte mir, okay. Aber ich kann ja deine Liste erstmal als Notlösung nehmen. Und sie dann später auch noch in den Forum einstellen. Also von wegen, ich scheiß auf deine Arbeit, aber ich verwende sie trotzdem. Während ich mir das Prozedere noch viel komplizierter machen will, als es sowieso schon ist. Denn er wollte mit diesem Forum dann die Leute, ich sag mal, ja, wie soll ich sagen? Die Leute sollten dann die Bewerbung in diesem Forum schreiben. Was für mich absoluter Schwachsinn ist, weil ich das kein Stück vereinfachen würde. Ich war vorher bei, ich kann es ja mal kurz gucken, ob ich es finde. Ihr seht hier kurz, wie ich hier auf den Netzplayer-Forum rumswitche. So, Szene bearbeiten. So, einfach mal so machen. Und zwar habe ich diesen Tweet, also diese Teilnahme, hier im Netzplayer-Forum gefunden. Und zwar ist dann hier die Eröffnung von Shusenai. Alter! Er hat die sogar kopiert. Er hat meine Liste sogar kopiert. Ohne Credits dafür zu hinterlassen. Er hat meine Liste kopiert, ohne Credits zu hinterlassen. Also dieses hier. Mit dem PvP, das ist in meiner Liste. Hier. Das hatten wir vorher nicht. Es gab sowas überhaupt nicht vorher. Er hat es also sogar dreisterweise noch kopiert. Ohne irgendwie da mal Credits zu hinterlassen. Naja. Auf jeden Fall fand er es zu kompliziert mit diesem Forum, weil es einfach zu viel würde. Natürlich, viel zu kompliziert. Hey, sie stehen ja nur untereinander. Sie haben ja nur ihre ganzen Details dann hier auch angegeben. Oder so. Also ich meine, ihr könnt auf den Tweet ja selbst zugreifen, darum ist das scheißegal, ob ich den jetzt hier zeige oder nicht. Unter Umständen kann ich den auch verlinken. Wenn ihr Interesse dran habt oder so, kann ich den verlinken. Ich kann nochmal auf Seite 2 gehen. Da. Nur noch per PN oder Skype. Also er macht es sich selbst sogar noch komplizierter, weil hier hat er das ja alles schön auf, untereinander gelistet und will es ein neues Forum anlegen. Obwohl das hier bereits ein Forum ist. Hier, da steht Forum. Hier vor steht noch Let's Play, das könnt ihr jetzt nicht richtig sehen, aber hier steht Forum. Und will jetzt noch ein neues Forum anlegen. Und ist dann auch noch so dreist und kopiert meine Arbeit. Ohne Credits zu hinterlassen, weil ich war wenigstens so nett. Und habe... steht hier gar nicht mehr drin. Scheiße. Auf jeden Fall hatte ich so eine ähnliche Liste vorher schon mal angelegt. Das habe ich anscheinend außersehen mitgelöscht.
Und zwar stand hier nämlich eigentlich noch drin, dass auf Grundarbeit, also auf die Arbeit auf Dominiks Echtsarbeit basiert. Eigentlich ist gerade egal, mache ich dann später oder so, mal schauen. Ich hatte hier eigentlich bei der alten Liste, ich habe das glaube ich irgendwo hinkopiert gehabt, ist jetzt aber auch egal, dass es halt von Dominik S. basierte, weil Dominik hatte eine Namenssammlung gemacht und eine Kanalsammlung. Aber er hatte so einen extremen Mischmasch von allem. Weshalb ich das dann halt mal, ich sag mal, ordentlich zusammengefasst habe. Erst mit zwei Listen, dann habe ich diese zwei Listen in eine zusammengefügt, darum fehlen momentan auch die Credits von ihm. Aber dass er dann hier wirklich alles von mir im Endeffekt kopiert, hier, und dafür nicht mal Credits hinterlässt, oder so. Wer war das nochmal? Wer durfte dafür seinen Doktortitel abgeben? Das ist so lächerlich. Ernsthaft. Vor allem, dass er hier noch stehen hat oder so. Hoffe auf fleißige Bewerbungen. Also wenn ich das sehe, dann klicke ich doch hier auf Schnellantwort und schreibe meine Bewerbung. Ich klicke doch nicht erst auf Seite 2 und lese mir dann noch sein 1 Tweet dadurch. Es ist so lächerlich, was der Typ abzieht. Ja. Auf jeden Fall, ich werde wie gesagt diese Liste stehen lassen. Oder so. Falls ihr den Typen spammen wollt, es ist mir scheißegal, was er mit dem macht oder so. Von mir aus könnt ihr auch irgendwie mit seiner Mutter was weiß ich anstellen. Obwohl ich glaube nicht mal, dass er eine Mutter hat. Also so behindert oder so, ich will nicht wissen, was da abging. Oder so, ja. Das soll jetzt keine Beleidigung gegenüber seiner Mutter sein. Ich kenne sie nicht oder so. Ich hege nur Zweifel aus. Oder so. Und was benutze ich als Grundbasis? Ich benutze sein asoziales Verhalten als Grundbasis. Denn meines Erachtens nach fehlt diesem Typen irgendeine Art Erziehung. Oder so. Und wenn man keine Eltern hat, dann... Na gut, dann kommt man in ein Erziehungsheim oder so und hat da Erziehungsberechtigte. Aber je nachdem, wie gut dieses Erziehungsheim ist oder so, läuft da auch mal so einiges schief. Das kenne ich, weil ich habe hier um die Ecke auch eins. Und da läuft auch einiges schief in diesem Heim. Aber nichtsdestotrotz... daher oder so, also jetzt nicht falsch verstehen, es sollte keine Beleidigung gegenüber seiner Mutter oder seinem Vater sein. Einfach nur, dass dem Typen irgendeine Erziehung fehlt. Keine Ahnung, ob er sich da aus dieser Erziehung rauswindet oder diese Erziehung einfach falsch versteht, die er bekommt, oder ob er einfach wirklich keine bekommt. Aber irgendwas geht da schief. Tja, diese Liste ist natürlich in den Beschreibungen drin, die musste ich ja sogar noch nachträglich einfügen. Ich werde die dann jetzt hier irgendwie noch so einen abschließenden Satz oder so noch im Laufe reinbringen. Gut, aber das war's dann von mir soweit im Endeffekt. Flup. Flup. Jetzt zu den anderen Informationen, die ich noch bringen wollte. Und zwar, ich werde, wenn ich so ein Feed-the-Beast-Projekt nochmal angehen sollte, also so ein Feed-the-Beast allgemein, ich will das gern. Ehrlich gesagt auch so mit Grundstücken so eine Art Megaprojekt spielen, weil ich finde das einfach ultras geil, die Idee allein, die dahinter steckt. Ich muss echt sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wer von den Leuten auf die Idee kam. Aber denen auf jeden Fall mal ein Lob ausgesprochen. Ich weiß auch gar nicht, ob der Erste war oder ob es schon weitere Leute gab, ob das Megaprojekt einfach nur das berühmteste ist, kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall der auf die Idee kam in dieser Richtung Megaprojekt oder so, Hut ab oder so, ist eine geile Idee und es macht ultra Spaß, es zu spielen. Oder so, diesbezüglich würde ich das dann auch gerne, sehr gerne nochmal machen. Bevor ich mich jetzt aber bei irgendeinem x-beliebigen wieder bewerbe, wie hier bei Schusen, werde ich mich vorher informieren, bevor ich das dann aufnehme und ähnliches. Am liebsten wäre es mir sogar, wenn ich meinen eigenen Server mache und das dann wie die Community mache. Dafür fehlt mir momentan aber das Geld. Oder so, wenn ich das irgendwie zustande bekomme, ich versuche es, ich arbeite daran, wenn ich es zustande bekomme, dann werde ich es euch wissen lassen. Und dann werde ich auch einen Infopart machen, beziehungsweise ja, ein Video machen, worauf ihr euch bewerben könnt. Beziehungsweise eine Verlinkung zum LPF-Forum oder so, je nachdem, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, steckt auch in den Kinderschuhen, weil ich ja eigentlich einen anderen Server machen wollte, und zwar einen Fun-Server mit Hunger Games, Walls, Connected 4, DevCube und so weiter. Daran arbeite ich ja momentan eigentlich. Aber wie gesagt, ich habe durchaus Interesse, Feed-the-Beast weiter zu spielen. Aber wenn ich es weiterspiele, dann wieder in so eine Art Projekt. Und
bis dahin könnte es dauern, bis ich da wieder was habe. Also, bitte da Nachsicht haben. Falls ihr noch irgendwie Tipps haben solltet oder irgendwelche anderen Informationen, die ihr mir geben wollt, könnt ihr sie mir gern geben. Ich lese alle eure Tipps im Endeffekt durch. Falls ihr da vielleicht einen Server spawnt, ich denke mal nicht, dass ihr es wollt. Ich denke mal nicht, dass die Leute überhaupt bis hierhin zugehört haben. Alle Leute, die ja bis hierhin noch zugehört haben, schreiben mal bitte einen Kommi. Das würde mich mal echt interessieren. Nee, aber das ist mal ernsthaft. Bis hierhin zuhören. Ich weiß gar nicht, wie lange es schon geht, aber schon lang genug auf jeden Fall. Es ist halt viel Input, es tut mir leid. Ja, alle Leute, die bis hierhin zugehört haben, Respekt an euch. Oder so. Also, falls ihr irgendeine Ahnung habt oder so. Oder auch, ich weiß bis jetzt erst eine zuverlässige Minecraft-Serverquelle und das ist Nitrado. Falls ihr da vielleicht noch eine andere wisst, die vielleicht günstiger ist, oder ich sag mal auch allein günstiger mit mehr Performance oder gleichen Preis mit mehr Performance, was ja auch dann wieder günstiger wäre oder ähnliches, falls ihr da irgendeine Information habt, dann könnt ihr sie mir gern mitteilen per Kommentar oder PM. Es ist mir dann recht egal, wie ihr es handhabt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und diese Leute werden dann von mir auch als erstes angeschrieben, von wegen, ey, hast du Lust dabei zu sein? Das Projekt würde dann natürlich auch so ablaufen, dass ihr nur mit Aufnahme drauf sein dürft oder so. Also so typische Dingsregeln oder so wären schon da, wären schon vorhanden. Ihr habt ja diese Liste von gesehen mit den Regeln, die ihr Schusen fälschlicherweise einfach kopiert hat, ohne Credits hinzuschreiben oder Quellen oder ähnliches. Ja. Diese Regeln würden dann so grob dann natürlich auch greifen oder so. Ich würde mir die dann noch feiner ausdenken, weil Schusen hatte im Endeffekt keine Ahnung von Regeln. Der hat keine gemacht gehabt. Die kam erst im Laufe des Projektes zustande. Die einzige Regel war dann halt von wegen erst so weit darf abgebaut werden und PvP. Das war's. Oder so Livestream haben wir dann später erst erfahren. Das, dann auf einmal wurde das Limit von 30 auf eine Stunde erhöht, was man dann aber auch erst erfahren hat, nachdem man schon 10 Parts im Kasten hat oder ähnliches. Also, kein Kommentar mehr, es regt mich einfach nur auf. Ich kann dieses Video gerade auch nur machen, weil ich vorhin noch 2-3 Stunden, ich kann ja mal kurz nachgucken. Hier muss doch irgendwo 1 Stunde und 43 Minuten mit meiner Freundin telefoniert habe. Ohne das hätte ich es nicht geschafft, ey. Ganz ehrlich, danke an ihr nochmal oder so. Naja, es tut einfach gut, mit ihr zu lachen und mit ihr zu reden, weil ich bin den ganzen Tag so pisst gewesen, das gibt's gar nicht. Und dann meint die Freundin, eine Freundin von meiner Freundin auch noch Streitschlichterin zu spielen und schreibt so einen Scheiß manchmal, ne? Das ist jetzt nicht böse gegenüber sie, weil sie meinte es ja nur gut, sie wollte Streitschlichterin spielen. Aber, Alter! Heftig! Ne? Es ist, Leute, ein Tipp an euch, wenn ihr Streitschlichter spielen wollt, in einem Streit oder so, hört euch bitte erst die Meinungen von beiden Seiten an und baut nicht auf eine Seite auf. Das ist der totale Fail. Denn die Freundin meiner Freundin, ne, sie kannte natürlich die Seite meiner Freundin und meine natürlich nicht und versuchte jetzt Streitschlichter zu spielen. Von wegen, ja, dann geht es doch mal so und so an. Oder so, ja, klar wird das wahrscheinlich meine Freundin helfen, mir aber in dieser Hinsicht natürlich nicht, weil ich habe ja dann total andere Probleme. Also holt euch erst beide Seiten ein, bevor ihr dann Streitschlichter spielen wollt, weil sonst kommt nur Scheiße bei raus. Ernsthaft. Ich habe gerade meine Teamspeak-Dreiechse gefunden, sehe ich gerade. Mal kurz starten. Dann kann ich ja mal kurz was schauen. Aber ernsthaft, Leute. Wenn ihr was wisst, dann meldet euch. Ich bitte drum. Ich bitte wirklich drum. Also, ich würde da gern irgendeine Quelle wissen, die mir dann auch irgendwie weiterhilft. Wenn es gleich ein Connection-Sound hört, dann liegt es das daran, dass ich connected. So. Die Soundqualität ist lustig, wenn ich spreche. Ich bin jetzt in Teamspeak. Bei mir drin. Channel editieren. Audio. Ich will jetzt nur mal kurz nachgucken. Qualität 3 Grad eingestellt. Ich kann bis zur Qualität 10 gehen. Das hat 7,7 Kibi. KIB. Ähm,
Es geht bis 11 hoch mit Opus Musik. Geht es sonst noch irgendwie höher? 13 mit Zelt Mono. 13,28. Höher geht's nicht. Also ich weiß gar nicht, ob das wir wirklich sogar so viel besser ist oder so Zelt Mono. Weil ich habe meinen Teamspeak-Server auf was läuft denn der Aufnahmeserver? Ihr könnt mir doch gerne Tipps geben oder so. Vielleicht kann man ja auch noch irgendwie einen Codex runterladen. Mein Teamspeak-Server läuft momentan mit Opus Voice. Ich weiß nicht, ob das das Beste ist. Ihr könnt ja auch mal Opus Musik machen. Das läuft auf jeden Fall mit höherer Bytebrandrate. Channel Edited. Läuft nämlich mit 11. Nichtsdestotrotz schafft halt Skype rein theoretisch bis zu 40. So wie ich das gelesen habe. Ja. Gut, ich habe dann jetzt aber auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wollte jetzt nur noch diese Grundinformation, die ich am Anfang des Videos irgendwann gesagt habe, nochmal kurz nachprüfen, weil ich gerade die Teamspeak-Exe gefunden habe. Leute, ich danke euch wirklich fürs Zuhören. Wenn ihr es wirklich bis zu Ende angehört habt, Respekt, Leute. Lasst bitte einen Kommi da, vor allem ein Kommi in Richtung, was ich machen könnte, von wegen Teamspeak-Server und ob da vielleicht irgendjemand da wäre, der auch noch irgendwie helfen würde, unterstützen, in was weiß ich für eine Hinsicht. Und wenn es eine Hinsicht ist von wegen, Alter, der Server kostet mit 10 Spielern einen Monat, ich kann ja mal kurz gucken, wie teuer 10 Spieler bei Nitrado wären. Das ist ja kein Problem, da kann ich euch das ja mal sagen. Weil man kann bei Nitrado auf ein Spendenkonto einzahlen. Wenn ihr da einzahlt, dann kann ich mit dem Geld nichts anderes machen, als außer für Nitrado halt. Was, das Geld auszugeben. Sprich, ich muss es für den Server ausgeben. So, ich guck mal kurz. Ich sag mal, 10 Leute. Für 30, für einen Monat ist erstmal okay. Ich weiß halt nicht, ob man dann mit wie viel Gigabyte der Server am besten laufen sollte. Standardgemäß ist es natürlich 1 Gigabyte, 2 Gigabyte würde 4 Euro mehr kosten, 3 Gigabyte würde 9 Euro mehr kosten und so weiter. Also 1 Gigabyte, 10 Tage, 1 Gigabyte, 30 Tage, 10 Slots würde 10 Euro kosten. Oder so. Und wenn ihr da als Unterstützung sagt oder so, ich spendiere mal 3 Euro oder so, das wäre schon eine extreme Unterstützung. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Weil ich habe momentan absolut kein Einkommen. Mir wurde wirklich jegliches Einkommen gesperrt. Aus Gründen, die einfach nur lächerlich sind. Und wie gesagt, wenn ich es dann halt erweitern müsste vom Arbeitsspeicher her, aber ich denke mal, das müsste man erst machen, wenn wir wirklich viel stehen hätten. Aber ein Monat oder so wird für 10 Leute 10 Euro kosten und ich denke mal, 10 Leute wäre dann auch wirklich erstmal okay. Erweitern kann man ihn immer. 12 Leute würde 11 Euro kosten, 14 Leute 12 Euro. Ich weiß nicht, ob ihr einen besseren wisst oder so, darum sage ich es gerade. Das sind nochmal so die Preise, damit ihr sie habt. Egal, in welcher Hinsicht ihr mich unterstützen könnt, wollt, ob es Informationen sind, ob es wirklich ist von wegen, Alter, ich helfe dir, den Server zu finanzieren. Oder ob ihr mir einen Server stellt, es ist mir scheißegal. Jede Unterstützung ist willkommen, Leute, wirklich jede. Und ich bin für jede dankbar. Bitte hinterlasst einfach einen Kommi oder eine PM. Das wäre wirklich das Beste, was ihr tun könnt. Alles Weitere könnten wir dann sogar über Skype noch klären. Ich beende diesen Part jetzt hier langsam wirklich, weil er, denke ich mal, Überlänge hat. Ich danke euch fürs Zuhören, vor allem für dieses lange Zuhören. Ich wollte jetzt auch einen extremen Dampf ablassen, weil dieser Schusen mich extrem aufregt. Ich denke mal, ihr könnt jetzt nachvollziehen, auch warum. Ich hoffe mal, ihr könnt es nachvollziehen. Gut. So leid es mir tut, das war's dann jetzt erstmal von diesem Projekt. Das ist voll unnötig, Sparks drin zu haben, weil es für die 1.5 einfach nicht klappt. Also, ich habe das Sparks drin sogar editiert mit den ganzen Mods, aber für 1.5 klappt es nicht. Ja. Also Leute, danke. Auf jeden Fall auch danke für die Kommentare, die ich bis jetzt erhalten habe. Vor allem die Tipps, die ihr mir gegeben habt. Ihr könnt natürlich weiterhin auf diese 17 Folgen, die jetzt noch rückwirkend sind, weiter noch Tipps geben. Oder so. Ich würde diese dann, sobald ich das neue Projekt starte, natürlich in Angriff nehmen.
Das ist kein Problem, das würde ich auch sofort tun. Also diese Tipps gehen nicht verloren. Die Videos bleiben auch oben. Ich beende jetzt wirklich das Video. Ich merke schon, ich verquassel mich wieder. Danke Leute für alles. Vor allem möchte ich hier schon mal denen danken, die Informationen schreiben. Ciao. Ciao, ciao. Bye. Arrivederci. Hasta vista. Und so weiter und so fort.